Good morning, von der ist Tag Nummer 7 und das ist Ihre Glauben allein. Gestern haben wir geredet, von wo Jesus hat sich selbst hingegeben für uns, zum uns raten von der Sinn. Keiner hat uns bemüßt, hat er dort freiwillig gegeben, doch wir können geraten sein. Und du hast nicht selbst nicht, was wir können du bieten für unsere Ratung. Von der gehen wir wieder in Kapitel 1, wo wir anfangen mit Vers 6 und 7. Mir wundert dort, dass die den so schwind verloren haben, der jüngt durch Jesus Christus seine Gnade berufen hat und ein anderes Evangelium angenommen haben. Du hast in der Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Die wurden verdreht und ungeschmiert von dir, der Christus sein Evangelium verdrehen. Nun, jeweilig von Paulus ein Grüß geben, der durch den Anfang von einem Brief zu einer Quark. Er redet von Dankbarkeit und verschiedene Dinge, sagte er der Gemeinde, aber nicht so hier so. Hier hat er bloß Glück und ein Problem genommen. Dort hielt sich so, als wenn er vielleicht auch noch frustriert ist, über dort, wo er hier und dort, wo du vergundet, in der Quark. Aber dort hielt sich so, als wenn nicht sehr viel lang nur dort, wo Paulus als ein Gelater hier warst, sind diese Menschen, du so nie von der Gnade weggedreht, und sonst sagt, nie sind die ohne ein anderes Evangelium hingegangen. So, Paulus wird du, und dann verleiht er, und dann kämen andere Menschen du hin, und deine Menschen lernen, und nie deine Menschen dort nur gehen, und er steht dort, wo Paulus hat gesagt, die haben die Gnade von Gott verloren, und das andere angenommen. Nun, was ist dann das andere Evangelium, von dem er redet? Weil er sagt hier so, dort ist in der Wirklichkeit kein anderes Evangelium. Weil was ist dort dann, wo es nicht ein anderes Evangelium ist? Er sagt, dort ist ein verdrehtes Evangelium. Die haben die Wahrheit genommen, die haben Christus genommen, aber die haben sie dort verdreht. Und weißt du was? Dort sind ja Dinge wirklich schwierig sein. Wenn Dinge bloß ganz falsch sind, dann weiß eine Fuß, dass es falsch ist. Aber wenn die Wahrheit ist, aber die Wahrheit bloß ein bisschen verdreht ist, dann fängt es an gefährlich zu werden, wegen dann morgen Menschen dort gleich so leicht. Und das, was hier so passieren wird. Nun, wir wollen auch durch den Brief lernen, dort das Lehr, was hier so berücksichtigt, ist die Lehr von den Judaizers. Und dort sind die Proben, die Menschen waren unter Gesetz verbinden. Die haben der Ehe von Jesus wahrgenommen und die haben die Wahrheit unter Gesetz genommen. Und dort ist, wo das Problem wir. Irgendein Werk, wo wir proben, wie Jesus nun zu tun, dort merkt dort ein verdrehtes Evangelium. Die Rettung ist in Jesus allein. Du hast das nicht, was wir dir bieten. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Du sagst Paulus, dass wir sind durch Gnade gerettet, willst wie glauben. Du hast nicht durch Worte, sondern keiner pochen kann. Wir sind bloß durch Gott seine Gnade gerettet, wegen wie glauben tun. Das nicht. Ich kann nicht pochen wegen der Dinge, die ich hier tun. Und wieder, wenn wir lesen und Vers 8, das sagt, und wann wir oder sogar ein Engel vom Himmel, die und ein anderes Evangelium predigen soll, aus dort, was wir und gepredigt haben, dem Lud verflucht sein. So, das ist Vers 8. Er bringt hier so sehr strenge Wirt. Er sagt, wenn irgendwer, sagt, wann wir oder sogar ein Engel wird kommen und das Wort predigen, das Wort wie und auch haben gesagt, der soll verflucht sein. Nun, warum redet er hier so von einem Engel, oder ein Engel wird mit einem Sasswort predigen? Weil mir ist dort interessant, wenn eine Geschichte von Joseph Smith in Klimas gekannt hat. Joseph Smith heißt der Anfänger von den Mormonen. Die Mormonen sind auch ein bisschen so eine Gruppe, die haben die Bibel, aber die haben Sasswort. Die haben die Buch von Mormon, du bist du. Die sagen, die glauben an Christus, aber die glauben auch an viel mehr. Das Joseph Smith, was dort angefangen hat, er sagt, dass wir besorgt worden von Engel. Und dadurch hat er diese neue Botschaft gekriegt. Und weißt du, über was 2. Korinther Kapitel 11, Vers 1, Vers 15 sagt, du redest Paulus auch von vielen verschiedenen falschen Propheten, die kommen und das Evangelium verdrehen. Und du sagst Paulus dort, sogar der Sultan kleidet sich aus einem Engel vom Licht. Nun, dort. Ich nehme das wirklich an, dass du ein Engel als gekommen, nur Joseph Smith. Ich lade das zu be. Oder vielleicht soll ich da sagen, ich glaube, dass du ein Dämon sein warst. Der hat ihm so besagt, er hat ihm ein anderes Evangelium gegeben, als dort, was wir haben. Ein Falsches. Und er sagt, Paulus sagt hier so, der soll
verflucht sein. Sehr strenge werden dann, wenn wir dort nicht einmal heute genug gekriegt haben, war eine falsche Nähe gesagt. So wie vorher gesagt haben, sagt nochmal, wenn ihn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht mehr das stimmt, was wir ihn gepredigt haben, der soll verflucht sein. Er sagt das zweimal, um das betonen. Und hier ist meine Frage für die von dir. Sind du Menschen drum, die dir proben, Dinge zu lernen, was Bücher Gottes im Wort sind? Du sind viele verschiedene Lehren, die sich verspreiden. Wir müssen alles nehmen und wir müssen dort nur die Bibel nur rechten, um zu sagen, was Wahrheit ist. Dort meint so viel, wie man das kann. So wenn wir das studieren, wenn wir also an das festhalten, dass wir nicht verletzt werden von falschen Lehrern, die sie sind. Mach Gott uns segnen, wir sehen uns once more.